Es ist eine royale Liebe, die man in der Adelswelt vergeblich ein zweites Mal sucht. Queen Elizabeth und ihr Prinzgemahl Philip. Schon fast 70 Jahre hält die Bilderbuch-Ehe des königlichen Paares an und auch heute noch wirken die beiden super happy zusammen. Bereits mit 13 lernt Prinzessin Elizabeth ihren zukünftigen Gatten kennen und sie verliebt sich in ihn, obwohl Philip als ungeeignete Partie für die Thronfolgerin galt. Doch Elizabeth hört nicht auf die bösen Worte und hielt an ihrer Liebe zu dem blonden Schönling fest. Dass auch er es ernst mit Elizabeth meint, wurde spätestens dann klar, als er ihr zuliebe auf seine verschiedenen Prinzentitel verzichtete und zum Anglikanismus konvertiert. Am 20. November 1947 gaben sich die beiden Verliebten in der Westminster Abbey das Jawort und wurden in den darauffolgenden Jahren zu vierfachen glücklichen Eltern. Und auch seit seine Gattin 1953 zur Königin von Großbritannien gekrönt wurde, erfüllt Philip seinen Job als Prinzgemahl mit Bravour. Stets begleitet er Elizabeth auf Reisen sowie zu Terminen und Veranstaltungen und das, obwohl er immer einen Schritt hinter seiner mächtigen Frau gehen muss. Das muss wahre Liebe sein.